Herr Professor Utterwette, vielen Dank für den Empfang hier im Deutsch-Französischen Institut. Wir wollten zusammen über François Hollande und Angela Merkel sprechen und natürlich über die deutsch-französischen Beziehungen. Am 15. Mai wird in Paris der neue Staatspräsident François Hollande in sein Amt eingeführt. Am gleichen Tag wird er zu Angela Merkel nach Berlin reisen. Wird das nur ein Antrittsbesuch sein oder gehen beide gleich in medias res? Also das wird ein Antrittsbesuch sein, wo nach kurzen Formalitäten man sicherlich gleich zur Sache kommen wird, weil die Probleme, die anstehen, einfach auch keine Zeit lassen. Und ich erwarte, dass man im Grunde schon eine Art erste Arbeitssitzung macht. Hollande hat, obwohl er kein Président bis sein möchte, also neben Sarkozy, neben dem scheidenden Staatspräsidenten, hat er am 9. Mai schon den Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, und am 10. Mai schon Jean-Claude Juncker, den Präsidenten der Eurogruppe, getroffen. Haben diese beiden ihm in irgendeiner Form schon gesagt, was in Berlin erwarten wird? Berlin und Brüssel. Ich denke, das ist Teil dieser Konstellation, dass Hollande keine Zeit hat, dass er schnell handlungsfähig sein muss. Und insofern, denke ich, hat er sich einfach vertraut gemacht mit den anstehenden Problemen, mit den anstehenden Entscheidungen, die zu treffen sind, einschließlich vielleicht auch der Haltung der einen und der anderen Seite. Das heißt, das ist, glaube ich, einfach eine professionelle Vorbereitung, die ihm erlauben wird, sehr, sehr schnell nach seinem Antrittsbesuch eben auch die notwendigen Entscheidungen mittreffen zu können. Er wird ja wahrscheinlich schon den notwendigen Stab in irgendeiner Form schon dafür haben, natürlich. Davon können Sie ausgehen. Also das ist alles schon, es hat ja auch schon Vorkontakte gegeben mit Deutschland und so. Also François Hollande geht nicht unvorbereitet in diese Geschichte hinein. Das ist eine Partei und auch ein Stab, sein Wahlkampfstab, die mit sehr großen professionellen Leuten arbeitet, mit Leuten, die auch Erfahrung haben. Also da gibt es jetzt keinen, sag ich mal, keinen Amateur, der erst noch lernen muss, wie es geht, sondern ich denke, dass François Hollande sehr, sehr schnell operationell eben auch fähig ist, seine Rolle als französischer Staatspräsident zu spielen. Und dazu gehört eben auch diese professionelle Vorbereitung und die professionelle Beratung durch seine Stäbe. Da wird es auch gar keine Rolle spielen, dass Frau Merkel ihn vorher nicht empfangen hat, glaube ich, nicht. Also Hollande ist ja sehr, sehr gelassen damit umgegangen. Er hat immer gesagt, naja, wenn sie jetzt keine Zeit hat, ich kann es verstehen, sie ist konservativ, Sarkozy auch, wenn sie jetzt keine Zeit hat, mich zu empfangen, nach meiner Wahl werden wir dann schon zusammenkommen und zusammenarbeiten. Ich denke, dass das keine große Rolle mehr spielen wird. François Hollande ist ja für uns absolut überhaupt gar kein Neuling. Er ist ja schon 1981 mit Mitterrand in den Élysée-Palast eingezogen, nicht? Ja, da war er allerdings nun wirklich in seinem Stab und nicht in der vordersten Linie. Andererseits hat man ja auch immer gesagt, Hollande hat nie ein Ministeramt bekleidet. Das wurde ihm manchmal so ein bisschen vorgehalten. Auf der anderen Seite ist es ein Mann mit einer großen politischen Erfahrung im Stab von Mitterrand als Parteichef der Sozialistischen Partei. Also ich glaube, den wirft so schnell nichts um und der ist eigentlich ein Vollblutpolitiker, der auf der internationalen Szene noch weniger Erfahrung hatte, aber auch das irgendwann ist immer das erste Mal und er ist, denke ich, fähig und bereit, das sehr, sehr schnell auch diese Rolle anzunehmen. Kommen wir zu den Themen. Der Fiskalpakt. Im Wahlkampf hat Hollande für eine Modifizierung des Fiskalpaktes, der zusammen mit dem Euro-Rettungsschirm zur Ratifizierung ansteht, geworben. Zeitweise sprach er sogar von Neuverhandlungen. Wird der Präsident nun nach seinem Amtsantritt von der Wirklichkeit eingeholt? Ja, ich denke, dass er eigentlich schon vorher davon eingeholt worden ist. Also eine Neuverhandlung kann es schon deswegen nicht geben, als hier 25 Staats- und Regierungschefs diesen Vertrag unterschrieben haben. Es war ja die Form eines intergouvernementalen Vertrages. In drei Ländern ist das schon ratifiziert worden. Und es geht nicht, man muss solche Verträge, die die Unterschrift des Vorgängers tragen, einfach respektieren. Ich pack das und zerwander. Also, und das hat Hollande auch begriffen. Seine Entourage hat bereits signalisiert, er krallt sich nicht an diesem Wort fest. Er möchte eben einfach nur den Stabilitätsgedanken, der im Fiskalpakt enthalten ist, ergänzen durch ein Wachstumsvolet, wie man sagt in Frankreich, also eine Wachstumsagenda. Und insofern hat er da auch schon ein bisschen Luft rausgenommen. Ansonsten, dass die Wirklichkeit den neuen Präsidenten sehr, sehr schnell einholen wird, das ist klar. Da bleibt gar keine Zeit für große Illusionen. Er hat ja in seinem Programm auch durchaus vorsichtig agiert, nicht zu viele Versprechungen gemacht. Er hat auch gesagt, was ich sehr klug finde, der Rechnungshof soll einen Kassensturz machen und sagen, wie es um die Finanzen steht, was machbar ist, was nicht machbar ist. Und insofern, denke ich, wird François Hollande schon sehr, sehr schnell in der Wirklichkeit ankommen. Und ich halte ihn für fähig, dann eben auch
dieser Wirklichkeit gemäß zu handeln und keine Wolkenkuckucksheime zu versprechen oder sich anderthalb Jahre einer doch letztlich etwas illusionären Politik hinzugeben, wie das 1981 noch François Mitterrand gemacht hatte. Der hat bis März 83 gebraucht, um dann tatsächlich eine Kehrtwende zu machen. Das wird bei Hollande nicht passieren. Die sehr abrupt kam damals nicht. Die dann sehr abrupt kam und natürlich auch der linken Basis große Probleme bereitete. Während Hollande schon sehr vorsichtig gewesen ist, man sieht es auch, hat viele symbolpolitischen Maßnahmen auf der Linken gemacht. Er hat jetzt sein Gehalt gekürzt um 30%, das der Minister. Er hat bei der Rentenreform symbolisch diejenigen ausgenommen, die schon sehr früh angefangen haben zu arbeiten. Die dürfen auch künftig, wenn sie Beitragsjahre zusammen haben, mit 60 in die Rente gehen. Er hat aber wohlweislich den Rest dieser Reform stillschweigend passieren lassen oder wird sie passieren lassen. Und insofern, da sieht man schon, er weiß, er muss natürlich seiner linken Basis auch Futter geben, aber er weiß auch, dass er seriös bleiben muss, was Finanzpolitik angeht. Und das ist ein schmaler Spagat, aber ich halte ihn für in der Lage, diesen Spagat auch zu gehen. Gucken wir nochmal auf das Umfeld. Mittlerweile steht Griechenland wieder ganz oben auf der Tagesordnung, weil sich dort keine Mehrheit für eine Regierungsbildung finden lässt. Aber gerade in Bezug auf Griechenland darf man doch fragen, ist bisher in Europa mit dieser rigiden Sparpolitik, sind bisher damit Fehler gemacht worden? Ja, ist schwer zu sagen. Ich meine, die deutsche Seite hat natürlich, wie ich finde, zu Recht, als das Thema Griechenland aufkam und die Hilfen, die Griechenland brauchte, da hat die deutsche Seite schon darauf gedrängt, dass wenn man Solidarität gibt, oder wenn ein Land Solidarität einfordert, dass es dann eben auch im Gegenzug Anstrengungen unternehmen muss, um sich aus der in Griechenland selbst verschuldeten Lage ein Stück weit selbst auch zu befreien. Also Haushalt konsolidieren. Haushalt konsolidieren. Man kann natürlich insofern, man kann es kritisieren, indem man sagt, wenn man natürlich in ein Land, was ohnehin schon, dem das Wasser bis zum Hals steht, in dem die Wirtschaft sozusagen im Augenblick im Rückgang begriffen ist, wenn man so ein Land jetzt zu einem überharten Sparkurs zwingt, dass man dann im Grunde genommen, ja, am Ende ist der Patient vielleicht stabil, aber tot. Und insofern, da geht ja auch ein großer Streit darum, ob man nicht im Grunde genommen die notwendige Haushaltskonsolidierung, da hat Merkel recht, dass sie sagt, das muss sein und da muss es auch klare Engagements geben. Dass man das aber verbindet, entweder indem man dann dem Land etwas mehr Zeit gibt, oder indem man dem Land auch neue Perspektiven gibt, durch, was weiß ich, neue Investitionen, durch einen Wachstumsplan. Man sprach bei Griechenland von einem Marshallplan, also sozusagen dieses Rigueur, wie die Franzosen sagen, also Sparzwang, Zwang zur Konsolidierung, aber eben auch Öffnung zu neuen Perspektiven für neues Wachstum, für neue Entwicklung. Das muss Hand in Hand gehen. Das ist in der Vergangenheit auch von deutscher Seite nicht immer so gut rübergekommen, sodass man heute oft in Europa davon spricht, Merkel wolle die Austerität in Europa sozusagen verbreiten und wolle sie allen europäischen Ländern aufzwingen, was überzogen ist, was nicht richtig ist. Aber vielleicht hat die deutsche Politik da auch etwas zu rigide sich gegeben und zu wenig klar gemacht, dass auch wir in Deutschland ja nicht so masochistisch sind, zu sagen, wir brauchen nur Stabilität und kein Wachstum. Und Angela Merkel hat eigentlich seit dem letzten Herbst die Signale erkannt und hat auch jetzt in den letzten Wochen ja von sich aus auch gesagt, ja, wir brauchen auch Wachstum, wir sollten das Thema Wachstum auf die nächste Tagesordnung setzen. Wenn man den Entwurf zum Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM liest, kommt das Wort Wachstum nur im Zusammenhang, und zwar ausdrücklich nur im Zusammenhang mit den Wörtern Stabilitäts- und Wachstumspakt vor. Man könnte dann dabei das Gefühl bekommen, da ist irgendetwas vergessen worden. Hat Hollande denn irgendeine Verhandlungsmasse, um Angela Merkel auf die von ihm gewünschte Wachstumskomponente einzustimmen? Ja, ich musste eben etwas schmunzeln. Stabilitäts- und Wachstumspakt, das war ja schon mal, es gab schon mal einen Regierungswechsel in Frankreich 1997, da kam Lionel Jospin dran. Und da hatte Jacques Chirac gerade den Amsterdamer Vertrag unterzeichnet und da wurde der Stabilitätspakt festgezurrt. Und da sagte Jospin schon damals, ja, es kann nicht nur um Stabilität gehen, es muss auch um Wachstum und Beschäftigung gehen. Und dann hat man ihm auch wieder gesagt, lieber Freund, der Vertrag ist unterzeichnet.
aber wir wollen mal sehen, was wir tun können. Und dann hat man den Stabilitätspakt kurzerhand in Stabilitäts- und Wachstumspakt umgetauft. Das ist sehr schön. Also man kann sicherlich von einem ausgehen, dass François Hollande sich mit so einer, sag mal, Feigenblattkosmetik nicht zufrieden geben wird. Er will Substanz. Andererseits ist es so, dass, denke ich, auch in Deutschland, auch Angela Merkel erkannt hat, Europa braucht ja auch eine Wachstumsperspektive. Wir sehen es ja gerade in Deutschland. Wir haben in Deutschland ein relativ gutes Wachstum und auf einmal sind die öffentlichen Finanzen, denen geht es besser. Auf einmal haben die Krankenkassen einen Riesenüberschuss. Das heißt, viele Probleme können mit Wachstum besser gelöst werden. Insofern glaube ich, ja, Angela Merkel wird auf das Thema Wachstum eingehen. Sie ist sich mit François Hollande auch bei bestimmten Punkten oder ist sich einig oder kann sich einig werden. Es geht ja im Grunde genommen um Fragen wie Investitionsschub, vielleicht im Sinne von Infrastrukturen. Es geht da um bessere Wachstumsbedingungen. Und da gibt es eigentlich zwei Punkte, wo beide nach meinem Dafürhalten eigentlich sich schnell einigen können. Das eine ist die Europäische Investitionsbank, die eben so Investitionsprojekte in Europa fördert, dass man deren Kapital aufstockt, sodass sie wirklich zu einem Akteur, sag mal, von wachstumsfördernden Investitionen in Europa werden kann. Da sind sich beide einig. Das zweite Thema, wo sie sich einig sind, ist, es gibt bei den verschiedenen europäischen Strukturfonds, die eben bei der EU existieren, die eben auch regionalpolitische, sozialpolitische Investitionen anstoßen in Europa. Da gibt es viele Mittel, die gar nicht abgerufen werden. Genau, die gibt es nämlich. Die gibt es. Und da war die Idee zu sagen, lass uns doch mal all diese nicht abgerufenen Mittel nehmen und sie vielleicht im Sinne einer europäischen Wachstumsstrategie neu bündeln und neu verhandeln. Das sind schon mal zwei Punkte, wo ich mir vorstellen kann, dass Angela Merkel und François Hollande relativ schnell sich einig sind. Sie sind sich auch einig über die Notwendigkeit einer Finanztransaktionssteuer in Europa. Da hat Angela Merkel mehr Probleme mit ihrem eigenen Koalitionspartner als mit François Hollande. Wenn es so wäre, dass diese Wachstumsanreize in dieser Form genannt werden können, dann sind ja wahrscheinlich diese Eurobonds auch gar nicht unbedingt sofort auf der Tagesordnung, die Frau Merkel ja gar nicht will. Nicht? Ja gut, sagen wir so, das ist, wo es vielleicht weniger harmonisch zugehen wird, jedenfalls zu Beginn, ist die Frage mit bei den Eurobonds. Das sind ja europäische Anleihen, um vielleicht auch Investitionsprojekte anzuschieben. Und die Idee hinter den europäischen Anleihen ist eben die, dass dafür da eben alle Europäer die Anleihe begehen, dass der Zinssatz niedriger ist als in manchen Staaten. Dagegen ist bislang Angela Merkel, da wird man sehen, ich denke, das wird von den Verhandlungen abhängen und vom Gesamtpaket abhängen. Es wird auch irgendeinen Kompromiss geben, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Es gibt einen zweiten Punkt, wo Angela Merkel hart bleiben wird, und das finde ich auch gut so. Es hatten sowohl Sarkozy als auch Hollande haben den Status und die Rolle der EZB, der Europäischen Zentralbank, angezweifelt und würden gerne deren Statuten ändern, damit sie. Da bleibt sie hart. Da wird sie hart bleiben und da wird sie den Franzosen auch klar machen, da geht es ans Eingemachte. Das ist für die Deutschen sozusagen ein Fundamentalpunkt, weswegen wir überhaupt der Europäischen Währungsunion zugestimmt haben, dass die EZB so konzipiert wird. Da wird sie hart bleiben. Es gibt noch einen dritten Punkt, wo Diskussionsbedarf besteht. Was heißt Wachstumspolitik? Heißt das Deficit Spending wie im Lehrbuch von Keynes? Ja, ich nehme Geld in die Hand, geliehenes Geld und mache ein Konjunkturprogramm. Da sagen wir natürlich nein. Ich habe auch den Eindruck, dass auch François Hollande das nicht will, weil das ist oft nur Strohfeuer. Das war gut in der Krise 2008. Ja, da gab es manche Sachen, wie Abfahrtprämie und solche Dinge. Nicht? Da hat man das gemacht, aber weil man wusste, das war tatsächlich eine Konjunkturkrise, eine weltweite Konjunkturkrise. Und man hat tatsächlich es geschafft, mit diesem Deficit Spending unsere Ökonomie einigermaßen zu stabilisieren und wieder aus dem Sumpf herauszuholen. Wenn es jetzt um Wachstumspolitik geht, geht es eher nach deutschem Dafürhalten um eine intelligente Angebotspolitik, also vielleicht um Investitionen in die Zukunft. Da kann man sich viel vorstellen. Eine richtige Strukturpolitik sozusagen. Strukturpolitik, ja, sozusagen, um einfach Wachstumspotenziale zu verbessern. Also man kann in Bildung investieren, man kann in Forschung investieren, man kann in Innovationsfähigkeit investieren. Man kann auch hier vielleicht in bestimmte europäische Infrastrukturen investieren. Also da ist sicherlich ein Feld, über das wird man reden müssen. Was ist da sinnvoll, was ist da weniger sinnvoll? Und ein deutsches Dada ist natürlich auch, dass Angela Merkel sagt,
Es können auch bestimmte Strukturreformen wachstumsfördernd sein. Etwa beim Arbeitsmarkt oder anderswo, oder dass man eben mehr Konkurrenz zulässt in manchen Bereichen. Es hat in Frankreich mal einen Bericht gegeben, Jacques Attali, das französische Wachstum befreien. Und das war zu Beginn der Amtszeit von Sarkozy. Und da hat er eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, wie man eben in Frankreich Wachstum generieren könnte, auch nicht indem man neues Geld in die Hand nimmt, sondern indem man einfach mehr Markt, mehr Wettbewerb zulässt. Das ist natürlich sehr deutsch. Ob da jetzt Hollande so freudig Ja schreien wird, weiß man nicht. Aber sozusagen diese Frage, welches Wachstum, mit welchen Instrumenten und mit welchem Geld, das wird sozusagen Gegenstand auch von Debatten, Kontroversen und Auseinandersetzungen sein. Aber das ist gut so. Das ist ja Teil der Politik, dass man sich über den besten Weg streitet. Aber wenn man das so, wenn Sie so hört, dann kann man ja sehen, dass beim Handlungsspielräumen bei beiden gewisse konkurrente Teile schon eigentlich geben wird. Ja. Wachstum auf Pump soll es aber nicht geben. Ist das nur ein Streit um Begriffe? Hollande will mehr Impulse für das Wirtschaftswachstum, während Wolfgang Schäuble im Mai noch im Handelsblatt mit den Worten, der Fiskalpakt hatte das Ziel, durch finanzielle Konsolidierung eine Voraussetzung für dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu schaffen, zitiert wird. Also von deutscher Seite ist es eigentlich auch eine Frage der Interpretation. Was ist denn eigentlich Wachstum überhaupt? Ja, also sagen wir so, zum einen ist es schon richtig, dass solide Finanzen, solide öffentliche Finanzen natürlich aus deutscher Sicht eigentlich eine Art Voraussetzung sind für dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum. Nicht, weil es natürlich solide Finanzen, wenn Sie da weniger Schulden haben, dann haben Sie auch weniger Schulden zu bedienen. Was meinen Sie, wie viel Gelder die beiden Regierungen heute ausgeben, allein für Zinsen, die sie für die Schulden zahlen müssen? Also insofern hat auch Schäuble recht, dass er sagt, eigentlich sind solide Staatsfinanzen eine Voraussetzung für mehr Wachstum. Und ich würde sagen, und Hollande wahrscheinlich auch, das ist eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. Und man sollte sozusagen neben dieser Konsolidierung der Finanzen, Fiskalpakt, eben auch überlegen, welche positiven Impulse man auch für mehr Wachstum setzen kann. Insofern ist die Frage nicht Fiskalpakt oder Wachstumsagenda, sondern man braucht beides. Und das könnte auch der deutsch-französische Kompromiss sein, dass Hollande anerkennt, ja, der Fiskalpakt ist notwendig, auch Frankreich wird ihn ratifizieren, auch weil wir wissen, es gibt nicht nur den Fiskalpakt, sondern es gibt auch ein Commitment der europäischen Länder, eben sich aktiv für mehr Wachstum einzusetzen und auch mit ganz konkreten Instrumenten voranzutreiben. Also das ist das ganze Umfeld, was Hollande und Merkel jetzt in Berlin erwartet. Ich wollte mal den Spiegel zitieren, der jetzt auf der Online-Seite gerade geschrieben hat, Hollandes Sozialisten greifen Merkel an am 13. Mai. Und der Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat, vermute, dass das Treffen sehr frostig werden könnte, weil Hollande soll im kleinen Kreis gesagt haben, ich nehme keine Anweisung der Kanzlerin aus den deutschen Medien entgegen. Ob das nun wirklich stimmt, das wird da so zitiert. Zugleich schreibt der Artikel aber, dass Joachim Bitterlich, der frühere Sicherheitsberater von Bundeskanzler Helmut Kohl, Hollande mit einem Dossier über die Europapolitik gebrieft hat. Also Business as usual beinahe, nicht? Ja, also frostiges Klima halte ich für Quatsch, ja. Ganz ehrlich. Natürlich war Wahlkampf in Frankreich. Natürlich hat Sarkozy Hollande in die Ecke stellen wollen und ich sag mal mit Merkel poussieren und angeben wollen. Dass da natürlich und sagen wollen, sozusagen ich und Angela in der Reihenfolge, wir retten Europa und deswegen ist dein Programm schlecht. Dass da natürlich Hollande als Retourkutsche sagt, ja, also so geht das nicht. Die französische Politik wird in Frankreich entschieden. Und ich bin kein Befehlsempfänger. Naja, gut, das ist c'est de bonne guerre, wie der Franzose sagt. Das ist also im Grunde genommen, das ist ganz natürliche Reaktion im Wahlkampf. Und dass andererseits natürlich auch Angela Merkel, wenn sie Wahlkampfäußerungen von Hollande gehört hat, ich werde den Fiskalpakt neu verhandeln und sonst etwas, dass sie sagt, ja, lieber François Hollande, so geht es natürlich auch nicht. Es reicht nicht aus, wenn jemand in einem der 27 Staaten neu gewählt wird und dann lässt er sozusagen alle anderen antanzen, einen Vertrag neu zu verhandeln. Also insofern denke ich, da war ein bisschen Wortgeklingel dabei. Es wird sehr schnell zur Sache gearbeitet werden und Ihr Beispiel mit Bitterlich, da gibt es noch andere, die Fäden laufen bereits und man sondiert bereits jetzt schon das Terrain, um eben wirklich sachlich an den Problemen zu arbeiten und vom frostigen Klima. Also wissen Sie, diese Sarkozy-Nostalgie,
Als ob Sarkozy-Merkel so ein ideales Traumpaar gewesen wären. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an die ersten Jahre, wo es richtig gekracht hat zwischen den beiden. Die erste Amtshandlung von Sarkozy war, zum Finanzministerrat nach Brüssel zu reisen und zu sagen, was mein Vorgänger euch versprochen hat, Rückkehr zu soliden Staatsfinanzen, das verschiebe ich erstmal, weil ich habe was anderes zu tun. Das gab den ersten Clash damals mit aber richtig mit Finanzminister Steinbrück, der Sarkozy gesagt hat, Sie müssen sich entscheiden, seriöse Politik oder Wahlgeschenke. Und da war Sarkozy sehr erbost. So ging es los. Dann ging es weiter mit dem Mittelmeerpakt, den Sarkozy mit europäischen Geldern, aber ohne Deutschland planen wollte. Und. Und dieser Zickzackkurs von Nicolas Sarkozy hat mehr als einmal die Kanzlerin geärgert. Ja, und noch im Wahlkampf. Kaum hat er sich gezeigt mit der Kanzlerin und gesagt, ich lade dich ein in meinen Wahlkampf. Da hieß es dann auf einmal auf der Jagd nach den Wählern des Front National, ich stelle ein Ultimatum an die anderen wegen Schengen, ich will einen Euro-Protektionismus, ich will die Rolle der EZB verändern. Also sozusagen ein verlässlicher Partner war Nicolas Sarkozy beileibe nicht. Und insofern könnte man fast etwas zynisch sagen, es kann eigentlich nur besser werden. Weil François Hollande sicherlich kein einfacher Partner ist, aber irgendwo auch konstanter und verlässlicher sein kann. Ich wollte noch eine Sache fragen zu dem Wachstum. Das hat ja immer etwas mit Industriepolitik zu tun. In Deutschland wird das oft etwas diskreter auf Länderebene, eher liberal geprägt. In Frankreich zentraler, ein bisschen mehr staatlich geprägt oder viel mehr. In Paris organisiert, aber die Ziele werden auch irgendwie ähnlich auf beiden Seiten. Wo liegen aber die eigentlichen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland? Kann man Wachstum mit Croissance überhaupt richtig übersetzen? Oder sind das wirklich fundamentale strukturelle Unterschiede, wo man ran muss, mehr dafür hin? Ja, also ich denke fundamentale Unterschiede nicht. Wenn Sie die Industriepolitik ansprechen, das ist so ein beliebtes Objekt, wo man gerne auf hohem Niveau aneinander vorbeiredet. Um es mal kurz zu machen, in Deutschland, wir praktizieren Industriepolitik, oft auf Länderebene, wie Sie sagen, wir reden aber nicht drüber. Und wenn man, was weiß ich, jetzt in der Energiewende oder auch schon vorher, was weiß ich, alternative Energien fördert, dann ist das natürlich Industriepolitik für die Produzenten von Windrädern zum Beispiel oder anderes. Ja, in Frankreich liebt man gerne so ein bisschen kartesianisch auch die zur Schaustellung der Industriepolitik. Man schmückt sich mit diesem Wort, aber oft ist das, was dann getan wird, auch nicht so furchtbar anders als in Deutschland. Wo es einen Unterschied gibt, und das beschäftigt Frankreich sehr, auch den neuen Präsidenten, ist, dass Deutschland ja das Industrieland par excellence ist. Bei uns hat die Industrie noch fast ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts zu verantworten. In Frankreich ist es weniger als die Hälfte davon. Und Frankreich hat einen dramatischen Rückgang seiner Industrie zu verzeichnen, auch der Industriebeschäftigten. Und das beschäftigt die Franzosen sehr. Von dort her hat es, gut, wenn man in so einer schwierigen Lage ist, ruft man auch eher nach einer Industriepolitik, um die französische Industrie zu retten. Das ist in dieser Form in Deutschland eigentlich nicht der Fall. Gut, und letztendlich ist es, ja, ist es dann eben auch eine Frage, in Frankreich ist es sehr oft der Zentralstaat, in Deutschland sind es oft die Länder, manchmal auch die Länder zusammen mit Banken, mit Sozialpartnern, auch mit den Industrieverbänden. Ja, das ist anders aufgestellt, aber im, sag mal, letzten Endes sind es doch ähnliche Aktionsformen. Wir wissen beide, dass Industrie wichtig ist, dass wir nicht sozusagen das nur Dienstleistungsland zu sein uns nicht helfen wird, dass Industrie also wichtig ist für Deutschland, für Frankreich, auch für Europa. Und aufgrund unserer verschiedenen strukturellen Voraussetzungen, auch kulturellen Voraussetzungen, agieren wir in anderer Weise, aber letztendlich mit einem ähnlichen Ziel. Sie haben kürzlich in einem Interview mit der FAZ gesagt, die Staatsquote ist in Frankreich sehr hoch. Was bedeutet das genau? Ist das ein großes Hemmnis für die anvisierte Konvergenz? Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Der Kollege von der FAZ hat mir den Interviewtext geschickt und da stand, die Staatsquote ist zu hoch. Und dann habe ich ihm das verbessert und gesagt, ist sehr hoch. Weil es ist so, Frankreich hat in der Tat eine Staatsquote von 57%. Was heißt das? Das ist der Anteil der staatlichen Ausgaben, der öffentlichen Ausgaben, Staat, Sozialversicherung, Gebietskörperschaften, Kommunen und so weiter, der öffentliche Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Also mehr als die Hälfte geht in
in Frankreich durch die öffentlichen Hände. Und wie hoch in Deutschland zum Vergleich? Etwa bei 47, so 47, 8. Also ist aber kein großer Unterschied, 10%? Ja, 10%? Also 1% Bruttoinlandsprodukt, das geht schon ganz schön zur Sache. Das sind fast 20 Milliarden. Also das ist schon was. Das sofort so. Ja, nein, und also in Europa waren es traditionell die Skandinavier, die höchsten Staatsquoten hatten. Die haben sich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten langsam zurückgebildet. Frankreich ist jetzt das Land mit der höchsten Staatsquote. Nur, eine hohe Staatsquote ist eine legitime Sache, wenn ein Volk sagt, wir wollen aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit, der guten Ausstattung mit Infrastruktur, gute Schulen und so weiter, wir wollen eben einen hohen Anteil der öffentlichen Hand und wir sind auch bereit, die erforderlichen Abgaben zu zahlen. Und wenn dann diese hohe Staatsquote sauber finanziert wird und nicht zu Defiziten führt und wenn diese Finanzierung auch die Unternehmen nicht zu sehr belastet, weil sie nämlich sonst nicht wettbewerbsfähig sind. Unter diesen Voraussetzungen ist eine hohe Staatsquote nichts Schlechtes. Und die vierte Voraussetzung wäre, dass diese hohe Staatsquote, dieses viele Geld, was die öffentliche Hand in die Hand nimmt, dass das auch zu einer hohen Qualität öffentlicher Güter, öffentlicher Dienstleistungen des Sozialstaates und so weiter führt, also die Effizienzfrage. Insofern, wenn die Franzosen das lösen würden und wenn alle Franzosen sagen würden, ja, wir wollen das und wir sind bereit, das sauber zu finanzieren, da hätte ich persönlich kein Problem damit. Leider ist es etwas anders. Ja, Frankreich lebt sehr stark von der öffentlichen Hand. Jeder vierte Franzose ist beim Staat, bei den Gebietskörperschaften, bei der Sozialversicherung oder bei öffentlichen Unternehmen beschäftigt. Jeder vierte. Das ist sehr, sehr mehr öffentliche Unternehmen in Frankreich gibt als bei uns natürlich. Ne? Das noch. Der öffentliche Sektor ist viel größer. Genau. Sodass eben, er produziert eben insgesamt doch hohe Defizite. Sodass insofern Frankreich entweder die Finanzierung verbessern muss oder aber eben dann doch an diesen sehr, sehr hohen Staatsanteil ein bisschen herunterfahren will. Privatisierung, nicht? Was natürlich beim Sozialisten nicht so gut klingt, nicht? Naja, der größte Privatisierer in der Geschichte war Lionel Jospin. Der hat also sehr, sehr viel privatisiert. Heute haben sie ja kaum noch was zu privatisieren. Das sind jetzt vor allen Dingen die großen Dienstleister, die öffentlichen Dienstleistungen, also Daseinsvorsorge. Ja. Und da ist es ja ähnlich wie bei uns. Fragen Sie mal die Bürgermeister und die Bürger, ob sie gerne wollen, dass ihr Wasserwerk privatisiert wird und der ENBW gegeben wird. Ja, also da sind viele Franzosen eben, sagen, das sind Grunddienstleistungen, gerade was weiß ich, in der Wasserversorgung, in der Elektrizitätsversorgung, bei der Bahn, bei der Post. Da wollen wir nicht gerne privatisieren. Das ist sozusagen. Aber trotzdem, es bleibt eben, wenn ein Land so viel Staatseinfluss hat, dann muss es dafür sorgen, dass das sauber finanziert wird, dass das nicht zu Defiziten führt. Und er muss eigentlich auch dafür sorgen, dass das Geld dass das Geld effizient verwendet wird. Staats- und Verwaltungsreform wäre so ein Stichwort. Also da warten auf den neuen Präsidenten doch auch einige schwierige Aufgaben, weil ich nehme mal nur die Staats- und Verwaltungsreform. Man weiß, dass in Frankreich eigentlich zu viele Ebenen zu viel machen. Wir haben den Zentralstaat, wir haben die Regionen, wir haben die Departements, wir haben die Kommunen und da die Kommunen zu klein sind, gibt es auch noch die interkommunale Ebene. Das sind sehr viele Schichten, die sehr viel Geld verschlingen, nicht immer sehr effizient arbeiten. Also hier könnte man durchaus ein bisschen aufräumen. Nur, wer das sich an diese Frage wagt, das ist so eine ähnliche knifflige Frage wie der Länderfinanzausgleich oder wie die Länderneugliederung. Fragen Sie mal die Bremer oder die Brandenburger oder die Saarländer, was sie von einer Fusion ihrer Länder mit Niedersachsen oder anderen Ländern halten. Ja. Ja, also da stößt man leicht an politische Tabus in Deutschland wie in Frankreich. Ja. Aber nur Präsident der Republik, Hollande hat ja gesagt, dass er auch da eine Dosis Dezentralisierung einführen will. Das ist eine ganz andere Frage. Das wird man sehen. Ich denke, er wird nicht umhin kommen. Er sollte es auch machen. Ja. Der neue Präsident hat jetzt viele Überstunden vor sich, ein strammes Programm. Amtseinführung und Besuch in Berlin am 15. Mai, also Amtseinführung in Paris und dann der Besuch in Berlin am 15. Mai, am 18., 19. Mai ist ein Camp David, das Treffen der G8, dann der NATO-Gipfel in Chicago am 20. und 21. Mai, dann das europäische Gipfeltreffen am 23. Mai in Brüssel, zwischendurch Regierungsbildung, Ernennung der eigenen Mannschaft im Élysée-Palast. Er wird also mit allen Themen auf einmal konfrontiert werden. Aber ein Thema möchte ich noch nennen. Welche Rolle sieht er für Frankreich in der NATO vor?
Also meines Wissens, ich habe jetzt keine näheren Informationen, gibt es da eher Kontinuität. Ja. Also in allen großen Fragen der Außenpolitik ist es eigentlich eher so, dass hier französische Präsidenten sehr, sehr auf Kontinuität setzen und das auch aus dem Parteienstreit heraushalten. Also er wird auch die Rückkehr in den integrierten Kommandostab der NATO, den ja den Sarkozy ja vollzogen hat, wird er nicht in Frage stellen. Nein, ich meine, das hat damals ja so etwas, also vor 20 Jahren wäre eine solche Rückkehr ein riesen Tabubruch gewesen. Als Sarkozy das eingeführt hat, haben sich eigentlich nur noch ein paar Experten aufgeregt und Sarkozys Intimfeind de Villepin. Aber man hat gesehen, dass das eigentlich nicht mehr wirklich so der ganz große Knackpunkt ist der vitalen Interessen Frankreichs, sodass ich da eigentlich von einer relativ starken Kontinuität ausgehe. Der Handlungsspielraum des neuen Präsidenten. Am 11. und 17. Juni sind Parlamentswahlen, aus denen die Rechte gerne einen dritten Wahlgang, also eine dritte Präsidentschaftswahl machen würde. Was kann passieren, wenn Hollande in der Nationalversammlung im Juni keine linke Mehrheit erhält? Ja, das wäre eine mittlere Katastrophe. Für ihn ja, weil man weiß, dass die Felder, auf denen er gewählt worden ist, nämlich oder nein, die Politikfelder, die er gerne verändern will und deren wegen er gewählt worden ist, nämlich Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Bildungspolitik. Braucht das Parlament. Nicht? Dazu braucht das Parlament. Und das hat man in den drei vergangenen Kohabitationsphasen gesehen. Der Präsident hat in diesen Phasen zwar noch Außenpolitik, auch Europapolitik Einfluss, aber in allen Fragen der Gesetzgebung und auch der Innen- und Wirtschafts- und Sozialpolitik, ja, da ist er auf das Parlament angewiesen. Also das wäre eine Katastrophe. Da gibt es jetzt eben zwei Lesarten. Normalerweise hat man ja die Verfassung jetzt so oder den Modus so gemacht, dass erst die Präsidentschaftswahl kommt und kurz danach die Parlamentswahl, turnusgemäß. Man will damit eigentlich erreichen, dass am Ende der Parlamentswahl ein neuer Präsident mit einer parlamentarischen Mehrheit da ist. Also wie in Deutschland eine Legislaturperiode, 5 Jahre in Frankreich, regieren kann, verantwortlich ist und nach 5 Jahren können die Wähler dann entscheiden. Insofern wird Hollande appellieren jetzt an die Wähler, ihr habt euch für einen Wechsel an der Staatsspitze entschieden, auch für eine neue Politik, für die ich stehe. Jetzt gebt mir auch bitte schön, seid logisch. Ihr habt A gesagt, sagt jetzt auch B, gebt mir bitte eine parlamentarische Mehrheit, damit ich auch in diesem Sinne meine Politik verwirklichen kann. Mhm. Während die Rechte natürlich, sie hat die entscheidende Wahl verloren und natürlich fällt ihr jetzt das Argument ein, der Senat ist jetzt schon nach links gedriftet, erstmals vor ein paar Jahren. Also nicht le plein pouvoir für alle. Ja, sozusagen, jetzt muss man doch, also sozusagen viele Staatsspitzen, Staatsämter sind links, die meisten Regionen sind links regiert, die meisten Städte. Jetzt müsst ihr für ein Gegengewicht sorgen und müsst uns wählen. Wobei das dieselben Leute haben früher immer gesagt, es ist im Sinne der Fünften Republik, dass Präsident und Parlament der gleichen Mehrheit angehören. Ich schätze, dass es François Hollande doch eine Mehrheit bekommen wird. Wie stark sie sein wird oder wie eng das werden wird, das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber das Mehrheitswahlrecht auch noch etwas zu sagen haben dazu. Nicht? Das Mehrheitswahlrecht, normalerweise ein guter, sage ich mal, so eine Verstärker von Stimmungen, der normalerweise dann dem Präsidenten helfen wird. Es gibt eine Unbekannte, das ist eben das gute Abschneiden des Front National von Marine Le Pen. Die könnte natürlich in einer Reihe von Wahlkreisen zu sozusagen so viel Stimmen bekommen, dass man Dreieckswahlen hat und da weiß man nicht genau. Diese triangulär, man rechnet damit, dass es 355 Wahlkreise sein können. Ja, nicht? Und wenn Sie dann eben drei Kandidaten im zweiten Wahlgang haben, dann wird das Kalkül etwas undurchsichtiger, schwieriger. Es spielen ja auch lokale Ebene, lokale Themen eine große Rolle dabei. Genau. Wer welchen Abgeordneten hinschickt, das kann man gar nicht von der Parteispitze aus sagen. Ganz genau. Also da sind Unwägbarkeiten dabei, wobei ich mal, sage ich mal, die Logik des Wahlgangs vom 6. Mai müsste sein, dass die Franzosen eben jetzt den Wechsel, den sie herbeigeführt haben, auch in Form einer, sag mal, sozialistisch und oder links dominierten Nationalversammlung bestätigen. Wenn nicht, wäre es die vierte Kohabitation, dann würde man sehr, sehr schnell merken, das ist ein Schlamassel. Man hat einen linken Präsident gewählt, ihm keine 4 Wochen später eine rechte Mehrheit vor die Nase gesetzt. Er kann ja auflösen wieder nächstes Jahr. Ja, genau, aber sag mal so, es wäre nicht logisch. Es wäre wirklich nicht logisch. Insofern denke ich, dass dieses Argument letztlich auch verfangen wird, weil dafür war eigentlich Hollandes Sieg dann doch insgesamt doch zu deutlich und zu klar. Würde dem Premierminister mehr Rechte einräumen?
Also er hat mindestens, also er hat versprochen, nicht? Ja, mit einer Sache wird er aufräumen. Nicolas Sarkozy hat ja wirklich eine extreme Konzentration der Macht gezeigt. Er hat den Premierminister einmal verfassungswidrig als einen leitenden Angestellten von sich bezeichnet. Und er hat alles an sich gezogen. Der Premierminister, der die Politik der Nation leitet, laut Artikel 20, das ist was ganz anderes. So ist es. Also Sarkozy war sozusagen der Superpräsident, der alles entschied, auch bis hin in die kleinsten Kleinigkeiten manchmal. Das war manchmal schon lächerlich. Und der insofern auch eigentlich die Verfassung der Fünften Republik und die schon durchaus starke Stellung des Präsidenten so überdehnt hat, dass es ihm im Grunde genommen aber auch dann danach auf die Füße gefallen ist. Die Franzosen waren einen solchen allgegenwärtigen Präsidenten satt. Und insofern hat Hollande versprochen, ich werde wieder zurückkehren zu der Sache, dass der Präsident sich um die Strategie kümmert, aber nicht um jedes und alles im Tagesgeschäft. Und das räumt natürlich dem Premierminister im Prinzip eine größere Rolle ein. Also Hollande sagte, er möchte ein normaler Präsident sein, nicht? Ja, also normal, das ist sozusagen, da hat man, haben viele Zeitungen schon gesagt, was das ist steht schon, das? Das steht nur auf allen Düschewosen, auf allen Zeichnungen jeder Zeitung genau. Schon drauf. Ein normaler Mensch, sozusagen, der noch mit dem Scooter durch Paris rollt, das wird nicht mehr gehen. Aber normal im Sinne vielleicht von der Normalität der Fünften Republik, in der der Premierminister einfach eine wichtige Rolle spielt und auch eine eigenständige Rolle. Und jeder Präsident sollte da, vorausgesetzt das Einverständnis, das Grundeinverständnis ist da, sollte diesem Premierminister auch einfach Luft lassen zum Atmen, um auch sozusagen den parlamentarischen Prozess so zu organisieren, sodass dann auch der Präsident nicht bei jeder kleinen parlamentarischen Frage und auch bei jeder Querelle sozusagen direkt in Haftung genommen wurde. Mein Plan damals in Sciences Po zwischen Premierminister und Präsidenten, das Thema, als ich das behandeln musste, war der erste Teil Le pouvoir de tous les jours, das war der Premierminister, et le pouvoir solennel, das war eigentlich der Präsident eigentlich. Ne? Ja, und Sarkozys Sündenfall ist im Grunde genommen, dass er die Rolle des Präsidenten banalisiert hat, indem er sich ins Tagesgeschäft bis zum geht nicht mehr eingemischt hat. Und das war dann irgendwo lächerlich. Das wäre so, als ob der Präsident von, was weiß ich, von Daimler-Benz sich um die Farbe der Handtücher in den Kantinen kümmert. Ja, also das war einfach overdone. Und insofern, das hat ihm auch geschadet. Also man hat ihm auch vorgeworfen, er habe einfach sozusagen diese in Frankreich ja durchaus etwas sakrale, monarchische Position des Präsidenten, der ja auch einfach verkörpert die Einheit der Republik. Er habe das zu sehr ins Banale, ins Alltägliche gezogen. Und da wird, denke ich, Hollande aufpassen. Ich meine, die Hierarchien werden bleiben. Der Präsident ist die große Schlüsselgestalt und der Premierminister ist eben ein sozusagen sein Mann, auch von ihm abhängig in den großen Fragen. Aber in der Gestaltung dieses Verhältnisses gibt es doch Unterschiede und da, denke ich, wird Hollande anders sich verhalten. Er wird ja auch die Gehälter kürzen, sein eigenes und das der Minister. Er will auch, das wäre eine große Neuerung, wirklich zum ersten Mal verbieten, le cumul des mandats, Doppelmandate zwischen, was weiß ich, Bürgermeister und Minister. Herr Juppé, nicht? Zum Beispiel. Juppé hat ja jahrelang Bordeaux am Wochenende regiert als Premierminister. Pierre Mauroy. Oder, ja, wahrscheinlich umgekehrt. Nein, also bei Pierre Mauroy war es ja auch so, Lille, da wurde dann der Gemeinderat mal eben kurzerhand für Freitagabend oder für Samstagmorgen gerufen, weil der Herr werktags Frankreich regieren musste. Also, wenn er das schaffen würde, Jospin, dass er ganz klar sagt, François Hollande, Jospin wollte es auch schon mal machen, der hat es aber nicht geschafft. Wenn Hollande das durchkriegen würde, dann das wäre schon ein Quantensprung. Dann würde nämlich ein Oberbürgermeister einer wichtigen Stadt müsste sich auf diese Aufgabe konzentrieren und nicht ständig gucken, wann er dann endlich Premierminister wird. Also, ich denke da immer noch an das Buch von Maurice Duverger, Échec au Roi. Das fand ich immer so gut. Interessant. Ja, genau. Deutsch-französische Beziehungen. Wahrscheinlich werden Sie folgende Frage einfach schlicht mit Nein beantworten. Erfordert der Wahlsieg von François Hollande eine Neujustierung der Achse Berlin-Paris? Nein. Schon wird von Omer wird genannt, als Kurzform für das neue Paar, so wie Sylvie Kaufmann in Le Monde, einen Leser der Financial Times zitiert. Schrecklich. Ich fand aber schon Merkozy schrecklich. Genau. Weil es ist den Journalisten, der das erfunden hat, in die Welt gesetzt, den könnte ich wirklich, der sollte sich mir nicht zu sehr nähern. Da kann ich nur meine Eltern zitieren, mit Namen spielt man nicht. Habe ich in der Schule schon gelernt. Einmal das, aber nein, es ist auch vollkommen widersinnig.
wir haben es mit zwei unterschiedlichen Ländern zu tun. Und die deutsch-französische Motorfunktion in Europa ist nicht da, weil wir da zwei eineiige Zwillinge haben oder zwei Klons, sondern weil diese unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Interessen und Kulturen in der Lage sind, Kompromisse zu machen. Und hier tut man mit Mercosur so, als ob da irgendwie so ein Oxymor rumläuft, der geklont ist. Und bitte nicht Omer, oder es gab ja auch schon Mauvais Esprit, die haben gesagt Merde, nicht? Merkel und Hollande und sonst etwas. Es brauchen wir nicht. Je weniger dieser dummen Wortschöpfungen passieren, desto besser. Okay. Gegenüber Slate, dieser Online-Zeitung, hat François Hollande auf die Frage nach dem deutsch-französischen Paar geantwortet. Ich übersetze das mal. So sehr ich an den deutsch-französischen Motor glaube, so sehr bestreite ich auch die Idee des Duopol. Also er meint diese Zusammenzweierführerschaft. Die europäische Einigung beruht auf einer ausgewogenen, respektvollen deutsch-französischen Beziehung. Das ist doch klar und deutlich, ne? Das ist klar und deutlich. Und ich meine, das Problem, was er anspricht, ist ja auch, dass dieses deutsch-französische Paar, ohne sie geht's nicht. Aber sie sollten natürlich so gut wie geht die anderen Partner mit einbeziehen. Und es hat immer wieder Phasen gegeben, zuletzt dieser berühmte Kompromiss von Deauville. Merkel und Sarkozy haben sich da mal kurzerhand auf Sachen geeinigt und dann den europäischen Partnern vor die Füße geworfen. Ja, das will er auch nicht. Und da hat er recht damit. Das sagt er ja auch. Im gleichen Interview sagt er. Pol, ne? Genau. Darf ich einen Satz zitieren, wo er sagt, die deutsch-französischen Beziehungen sind ganz exklusiv. Die europäischen Institutionen wurden vernachlässigt und einige Länder, vor allem die kleineren, haben einen unangenehmen Eindruck gewinnen müssen, dass wir mit dem Direktorium zu tun haben wollen. Das will er nicht haben. Das will er nicht haben, aber sagen wir so, da haben in der Vergangenheit sowohl die Deutschen als auch die Franzosen gesündigt. Das haben auch übrigens teilweise Chirac und Schröder falsch gemacht nach 2003. Aber sagen wir so, das ist immer sehr, sehr schwierig. Einerseits verlangt die ganze Welt und ganz Europa ein deutsch-französisches Leadership. Und wenn sie dazu nicht in der Lage sind, dann sind die anderen Länder die Ersten, die schreien, ja, was ist los, warum kommt ihr nicht zu Potte? Wenn sie denn aber zu Potte kommen, dann ist auch leicht die Gefahr, dass die anderen, dass dieselben Leute schreien, ja, ist das jetzt wieder das deutsch-französische Diktat? Also da braucht es echtes Leadership, und Fingerspitzengefühl, diplomatisches Geschick und vielleicht auch das Geschick, rechtzeitig eben auch die anderen Staaten mit einzubeziehen. Ja. Das ist sozusagen, das kann man nicht verordnen, das kann man auch nicht in Papier fassen. Das ist einfach so ein bisschen, ja, das Fingerspitzengefühl, was man hat oder was man nicht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es beide daran arbeiten, diese Einbindung der anderen Partner doch besser als bisher wahrzunehmen. Herr Professor Ulla, bitte, wir sind doch hier im Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, wo auch Charles de Gaulle vor 50 Jahren die Rede an die deutsche Jugend gehalten hat, dass demnächst diese Rede, dieser Jahrestag wird demnächst gefeiert werden, genauso wie im Januar der 50-jährige Jahrestag des Élysée-Vertrages gefeiert wird. Es klang mal in den Medien an, dass Hollande den Vertrag in irgendeiner Form erneuern will. Das habe ich auch gelesen, ein neuer Élysée-Vertrag oder so. Ich glaube nicht so recht dran. Ich denke, das war auch so eine Idee, die da hingeworfen war. Was er gemeint haben könnte und was ich beiden Regierungen raten würde im Januar 2013, wenn 50 Jahre Élysée-Vertrag ist, zu versuchen und Signale zu geben, diesen Vertrag mit neuem Leben zu erfüllen. Das ist viel wichtiger als ein neuer Vertrag. Wenn Sie diesen Vertrag lesen, der ist ja irgendwo auch zeitlos. Er ist nicht besonders sexy. Er sagt eigentlich immer nur zwei Sachen. In vielen Politikfeldern will man so weit als möglich zu einer gleichgerichteten Haltung kommen. Eine Absichtserklärung eigentlich. Ja, das ist eine Absichtserklärung, die stimmt immer noch. Ja. Und das Zweite ist ein Konsultationskalender. Mhm. Nämlich seit dem Élysée-Vertrag treffen sich die beiden Regierungen alle 6 Monate zu gemeinsamen Konsultationen. Immer noch einzigartig in der Welt. Immer noch einzigartig. Das hat man, Exportmodell, nicht? Das hat man vor 9 Jahren mal umgetauft. Jetzt, früher hieß es Regierungskonsultation, jetzt heißt es deutsch-französischer Ministerrat. So what? Also das bringt auch nicht so viel, aber in den Inhalten, dass da beide vielleicht mal wieder deutlich machen, wo sie in der Zukunft auch einfach sozusagen Stoff für neues gemeinsames Vorgehen sehen, das halte ich für wichtiger, als jetzt einen neuen Vertrag zu machen. Ich denke auch nicht, dass das eine Rolle spielen wird. Ich finde es auch interessant, wenn beide Regierungen den Vertrag mal richtig lesen würden. Da steht nämlich einiges drin über den französischen Unterricht und den deutschen Unterricht in Frankreich, dass man die Partnersprache befördern soll.
Und wenn das richtig befolgt würde, dann müsste man in beiden Ländern erhebliche Mittel mal bereitstellen. Ja, das können Sie so sagen. Da müsste man natürlich auch bei manchen Eltern, die ja manchmal Angst haben, wenn sie nicht Englisch mit 2 Jahren lernen dürfen oder ihre Kinder, dass dann die Welt zusammenbricht. Also das ist ein schwieriges Thema. Auch das in der Tat stand schon da drin. Deswegen, der Vertrag ist eigentlich ein Symbol gewesen des Beginns einer sehr engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der Regierung. Er hat dann ja auch das deutsch-französische Jugendwerk geschaffen. Im Verlaufe der letzten fast 50 Jahre sind andere Institutionen dazu gekommen, die deutsch-französische Hochschule, sehr, sehr segensreiche Einrichtung, Arte und andere, sodass es, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, hier einfach weiterzusehen, wo sind die neuen Felder der Zukunft des 21. Jahrhunderts für die Deutschen und die Franzosen, gemeinsam mit den Europäern oder manchmal auch durchaus als Avantgarde neue Zeichen setzen können, dass das langsame Zusammenwachsen Europas Gestalt annimmt und auch konkret erfahrbar wird. Das ist viel, viel wichtiger, als sich jetzt wieder den Kopf zu zerbrechen, wie man sowas in Vertragsform. Das ist ja alles im Vertrag eigentlich drin. Ja, genau. Es kommt auf den politischen Willen drauf an. Im Übrigen, das wissen Sie ja genauso wie ich, Gott sei Dank sind die deutsch-französischen Beziehungen auch nicht nur von den Regierungen abhängig, sondern wir haben eben dieses breite Netzwerk. Die Regierungen können von der Zivilgesellschaft einiges lernen. Das, ja, nicht? Alfred Grosser hat ja mal von der menschlichen Infrastruktur der deutsch-französischen Beziehungen gesprochen. Diese vieltausendfachen Partnerschaften, Schulen, Hochschulen, Gemeinden, deutsch-französische Gesellschaften, Handelsaustausch und. Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Netzwerk. Oder die Forschungspartnerschaften. Ich war neulich mal auf einer Tagung in Berlin, wo mal die gezeigt wurde, wie viele Partnerschaften und gemeinsame Projekte zwischen Forschungseinrichtungen es gibt. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Netzwerk. Das trägt auch die Beziehungen. Und insofern, denke ich, ist die Basis da. Wir brauchen keine neuen Verträge. Wir brauchen einen Geist, gemeinsam weiter im Sinne Europas da weiter voranzuschreiten. Das ist wichtiger als alle Paragraphen, die man sich ausdenken mag. In dem Zusammenhang sehe ich natürlich auch mit Freude, wenn mein Blog 15.000, 20.000 Mal im Monat aufgerufen wird. Wenn so die Halle gefüllt wird, dann sieht man auch, was für ein Interesse auch in deutsch-französischen Beziehungen dazu kommt. Vollkommen richtig. Also Ihr Blog spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Das sage ich nicht, weil Sie jetzt hier sitzen, sondern weil ich finde, dass das geht ja auch über Deutschland und Frankreich hinaus. Wenn wir jetzt mal vom Europa der Bürger reden, das ist auch so ein schönes Stichwort, dann braucht ja, um das Europa der Bürger zu schaffen, braucht man ja so viele Leute wie möglich, die sich um solche Fragen kümmern, die sich mit einem anderen Land, mit einem Partnerland auseinandersetzen, die vielleicht gemeinsam mit dem Partnerland überlegen, was wollen wir eigentlich für Europa. Und dieses sozusagen Europa von unten, das gibt es eben als Element gerade auch bei den deutsch-französischen Beziehungen, lieber deutsch-französischen Beziehungen von unten. Und da sind natürlich so Blogs oder auch Internetforen eine ganz tolle Sache. Ich darf vielleicht auch Werbung machen für ein Internetforum, das die Stadt Ludwigsburg gemeinsam mit dem Institut eingerichtet hat. Im Vorfeld der 50-Jahr-Feiern dieser Rede von General de Gaulle in Ludwigsburg. Das ist der letzte Beitrag auf meinem Blog. Schön, dann verweisen wir doch einfach mal darauf. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie dort eben junge Leute aus nicht nur aus beiden Ländern, sondern auch aus anderen Ländern sich zusammentun und sozusagen wirklich heftig über Zukunftsprobleme diskutieren. Und davon brauchen wir einfach mehr, weil ich sage mal insgesamt die deutsch-französischen Beziehungen, aber auch die Europapolitik ist ein bisschen kopflastig. Nicht? Wir können und gleichzeitig handeln sie von Problemen, die uns als Bürger direkt betreffen jetzt. Nicht? Geld und Arbeit und Wachstum, Beschäftigung. Also insofern denke ich, mehr Einmischung in vernünftigen Formen, die dann eben auch bürgerschaftliches Engagement zeigen und dann auch kanalisieren können und transportieren können, das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und insofern, da bin ich ja Maoist, wie Sie wissen, lasst 100 oder 1000 Blumen blühen. Ich meine, es sollte sozusagen, ohne Ihren Blog zu schmälern und andere Foren zu schmälern, es sollte eher 100 oder 1000 davon geben als nur ein Dutzend, weil je mehr Menschen sich an dieser Art von Foren beteiligen können, desto besser. Denn eins ist auch klar, das sehen wir zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch in Europa. Europäische Institutionen haben wir. Die Wirtschaft ist zusammengewachsen, die Währung auch, jedenfalls teilweise. Aber
dass Europäer gemeinsam über ihre Zukunft diskutieren können und auch vernünftig diskutieren, das gibt es zu wenig. Das ist auch ein Lernprozess, das muss man lernen. Und das lernt man auf solchen Foren, auf solchen Blogs, das lernt man dadurch, indem man einfach in Foren mit anderen diskutiert und auch lernt, wie sozusagen ja der andere vielleicht andere Vokabeln benutzt, die mir fremd sind. Aber wenn ich genau hinhöre, denke ich, ah, der meint ja vielleicht doch was Ähnliches wie ich. Ja. Und dieser Lernprozess, das Europa der Vielfalt sozusagen im Konkreten selber für sich zu entdecken und in der Lage zu sein, in diesem Europa der Vielfalt mit anderen Europäern zu denken, zu handeln, zu feiern auch, aber eben sozusagen auch europäisch zu denken und zu handeln, das muss eingeübt werden und da kann man nicht genug tun. Das ist auch so ein bisschen die Triebfeder des Instituts unserer Arbeit und deswegen treffen wir uns auch öfter wieder mit Ihnen und mit vielen anderen Partnern, um das voranzubringen. Das finde ich auch sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Hutter. Bitte schön.